Pflanzen gegen Zombies braucht noch ein bisschen, bis das wieder bereit ist, aber dann geht's auch da weiter und da fehlt ja auch nicht mehr viel. Ich glaube, da haben wir jetzt auch nur noch 2 Kapitel zu erledigen. Die Nachtpool-Levels, soweit ich mich richtig erinnern kann. Und dann das letzte Level. Also die letzten Levels. Habe ich mir ja schon im letzten Teil die Frage gestellt, ob man Levels sagt, Leveln, wie auch immer. Au. So, Checkpoint, das ist gut, dass wir hier viele Checkpoints haben. Ich schätze, die werden wir dringend benötigen. Und ich habe ja auch im letzten Teil schon gesagt, dass ich nicht so viele Münzen einsammeln werde, also nicht alle. Ich werde schon natürlich die mir möglich sind, einsammeln. Aber dass ich jetzt nicht extra immer zurückrennen werde. Weil es ja hier eben auch sehr schwierig ist, weil hier oben die Eiszapfen herunterfallen und ich jetzt nur noch 2 Leben habe. Deshalb, ja. Ich mag hier irgendwie diese Herunterfallteile nicht. Diese Eis. Au. Ja, da haben wir es ja schon. Dieser komische Fisch, der aus dem Hinterhalt angreift. Au. Die Ruhe. So. Für die Gerechtigkeit. Au. Yay, Panzer, Panzer, Panzer. Ja. So. Ich muss aufhören, so zu sagen. Und zwar nicht so zu sagen, sondern nur so zu sagen. Verwirrend. Und Sterne haben wir immer noch nicht, aber ich... Ah doch, einen. Ja, genau im geheimen Ort hier. So, extra... Ein Bonus wäre schön. Da sieht man wieder mal das Glück vor der Kamera. Ach schön. Da geht's runter. Können wir hier vielleicht auch Bonus leben? Extra Leben. Extra Leben, da haben wir uns ja das letzte Mal schon darüber unterhalten, dass es statt der extra Wurst jetzt extra Leben gibt. So, da hier. 26 Sekunden. Ist gar nicht so leicht hier mit der Strömung aufwärts. Und die letzten 2 Münzen. Yay! So, 6 bis 3, da ist wieder dieser Kugelfisch. Attackiert alle, die zu nahe kommen. Ja, das haben wir ja schon. Und benutze diesen Fisch als Sprungbrett, wenn er seine Stacheln eingefahren hat. Okay, der hat jetzt Stacheln auch noch. Der hat uns ja schon weggeschubst und jetzt kriegt er Stacheln auch noch. Au. Da sind die schon wieder. Also dieser Tropfen, da ist höchste Vorsicht geboten. Ich kann jetzt auch nicht alle Münzen einsammeln, die in der Nähe sind, aus Gesundheitsgründen. Und weil ich jetzt ungern in der letzten Aufnahme so kurz vor Schluss herumfehle, werde ich hier lieber ein paar Münzen auslassen. Ich bitte um euer Verständnis. Nein, sammle alle Münzen ein. Wir müssen reich werden. Wir müssen den Reichtum aufholen, den wir das letzte Mal hatten. Ich sage Scheiß auf Reichtum. Wir können angeben, dass wir es durchgespielt haben. Da ist ein Panzer. Schon. Der ist nämlich gut für die Gesundheit. Der schon wieder.
der schon wieder. Und nochmal der schon wieder. Und der auch schon wieder. Alter Schwede. Passend hier zur, oh, da oben ist schwarz, da ist aus. Rote Hose. So, ich schätze, ich habe jetzt hier was neu. Die habe ich nicht, das ist gut so. Noch ein geheimer Ort. Aber ich muss jetzt mit der Gesundheit aufpassen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Bitte ein Checkpoint, der wäre jetzt nicht schlecht. Aber da oben war, glaube ich, die Welt aus. Oh, oh, ja, das meine ich mit spiegelglatter Boden. Wo am Arsch der Welt. Hm, Mensch. Da geht es jetzt nicht weiter, da muss ich jetzt wieder rüber. Alter Schwede. Wie gesagt, passend zur Landschaft. Hier rüber, hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Da haben die Entwickler jetzt wirklich alles, was tödlich ist, reingepackt. Damit es nochmal so richtig schwer wird. So, da habe ich den Checkpoint versäumt. Au! Halt! Halt dein Maul, wollte ich jetzt schon sagen. Halt! Alter, wie schnell sind die denn? Und wenn ich jetzt schon wieder drauf gehe, dann sieht schlecht aus. Nein! Scheiße! Es tut mir leid. Aber echt an allen Ecken und Enden genau das Schwierigste eingebaut. Ich hätte hier nicht in die Ecke gehen dürfen. So, gerade halt noch. Die verstecken sich ja dann auch hier drinnen. Und dann kommen sie nur dann raus, wenn es gerade am ungünstigsten ist. So. Checkpoint. Also wegen dem Fleckchen hat es sich... Boah, das war knapp jetzt. Eieiei. Wegen dem Fleckchen hat es sich... echt nicht ausgezahlt zu sterben. Und jetzt, heißt es zusammennehmen, Leute. Aber die sind hier wirklich an allen Ecken. Und die sind ja auch nicht so, dass die einfach so dann irgendwann mal verschwinden. Sondern die kommen ja auch wieder. So, dass wir jetzt irgendwo mal 23 Leben hätten wie früher, so ist das jetzt nicht mehr. Das Händehalten ist jetzt vorbei. So, ich brauche jetzt diesen... Nein. Ach, Mensch. Diesen Panzer. Aber volle dringend. So. Mensch, und dann falle ich einmal runter und genau auf diesen herausragenden Scheißhaufen hier. Boah. Also auf die Spikes. Bitte extra Leben oder Panzer oder ein Bonuslevel. Ja, Panzer. Das dürfte auch helfen. 6 bis 4. Oh Mensch. Vermeide es, von den Eisbällen getroffen zu werden, die dieser Fisch spuckt. Alter. Okay. Liebe Entwickler, da hättet ihr euch... Ja, extra Leben, das ist schön. Da hättet ihr euch ein bisschen zusammennehmen können, was hier ein bisschen die Schwierigkeit angeht. Da
dann hier auch noch Eisbälle oder das hat jetzt gerade so ausgesehen wie Feuerbälle. Ja, da muss ich auf. Da bin ich. So. Weil vorher hier so 23 Leben und dann hier an der Kippe. Ja, okay, gut. Da geht's schon wieder in die richtige Richtung. 1 kann ich euch versprechen, wir werden hier hoffentlich nicht fehlen. Okay, das kann ich euch sicher versprechen, dass wir hier hoffentlich nicht fehlen werden. Runter hier. Ich werde mein Bestmögliches geben, dass wir hier durchkommen, ohne nochmal von vorne anfangen zu müssen. Alter, jetzt ist der da auch schon wieder oben. Ich hasse den coolen Fisch. Gab's nicht in Nemo auch so einen? Oh, Alter, komm. Ja. Da oben sind wir zu Hause. Komm. Hey.